Herzlich willkommen zur Drehscheibe. Noch knapp 4 Stunden bis zum Anpfiff. Das Deutschlandspiel diesmal am Nachmittag. Wie schaffen Sie es, das zu gucken, trotz Berufsalltag? Oder gucken Sie vielleicht gar nicht und genießen die Ruhe ab 16 Uhr? Hier sind Antworten aus Kiel. Also, heute Nachmittag ist es soweit. Deutschland gegen Südkorea, das letzte Deutschlandspiel der Gruppenphase. Und nach dem Last-Minute-Sieg gegen Schweden ist heute die große Frage, wer soll spielen? Mit welcher Aufstellung geht Jogi Löw an den Start? Unser Reporter Christoph Gocke hat in Frankfurt die Meinungen echter Fußballfans eingeholt. Also, soweit die Meinungen der Fans. Aber wie es wirklich ausgeht heute Nachmittag, das weiß nur eine, diese Bärendame hier aus dem Tierpark Possen. Oder auch nicht, denn unser WM-Orakel Possi hat bis jetzt jedes Spiel unserer Nationalmannschaft getippt und lag bisher leider jedes Mal falsch. Hoffen wir also gemeinsam, dass sie sich heute für Südkorea entscheidet. Also, heute liegt unser WM-Orakel offenbar erstmals richtig, wollen wir es mal hoffen. Und jetzt zu diesem Unfall in Hamburg. Ein Sturz rund 20 Meter in die Tiefe, eine extrem schwierige Bergungsaktion, ein tragischer Tod. Passiert am Abend. Aus noch unklaren Gründen durchbricht da ein 88-Jähriger mit seinem Auto die Betonabsperrung eines mehrstöckigen Parkhauses. Am Abend geht ein Notruf bei der Polizei in Essen ein. Als die Beamten eintreffen, finden sie eine 58-Jährige blutüberströmt in der Wohnung. Tot. Nach ersten Erkenntnissen könnten die beiden Söhne der Frau etwas mit der Tat zu tun haben. Großeinsatz der Feuerwehr im nordrhein-westfälischen Rheine. Als die Einsatzkräfte die Halle erreichen, steht sie bereits voll in Flammen. Trümmerteile fliegen durch die Luft und immer wieder kommt es zu starken Detonationen. Die Gefahr besteht, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreift. Und dass das nicht passiert, das ist nur dem gut koordinierten Einsatz der rund 100 Feuerwehrleute zu verdanken. Sie ist klein, sieht ganz niedlich aus und man könnte sie fast als reizend bezeichnen. Leider ist sie das auch im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Raupe des Eichenprozessionsspinners kann mit ihren Haaren schwere allergische Reaktionen auslösen und wenn man die Härchen einatmet, sogar zu einer schweren Bronchitis führen. Und weil das Tierchen sich immer weiter ausbreitet in Deutschland, wird ihm jetzt der Kampf angesagt. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Bei diesem Spruch geht es meist um Antiquitäten oder Raritäten, die jeder haben will. Bei der Auktion, die wir Ihnen jetzt zeigen, werden hingegen tonnenschwere Gefährte versteigert. Und zwar im Minutentakt. Es geht um Landmaschinen, Trecker, Mähdrescher und Co. Und die sind nicht nur richtig schwer, nein, die gehen beim Kauf auch richtig schwer ins Geld. Dennoch, die Nachfrage ist groß. Menschen mitten im Leben, eine gehörige Portion Zufall und unsere Reporter ganz nah dran. Wenn das alles aufeinander trifft, ist klar, die Expedition Deutschland ist in vollem Gange. So auch heute. Meine Kollegin Daniela Sonntag ist für Sie unterwegs und losgeschickt hat sie unsere Zuschauerin Janona Beste in Thüringen. Und dort liegt die Startkoordinate. Vielen Dank, Daniela Sonntag, nach Thüringen. Und morgen sind wir mit der Expedition Deutschland dann im Saarland unterwegs. Aber jetzt noch mal zum Wichtigsten heute, zum Fußball. Und wenn da in gut 3 Stunden hier im ZDF Deutschland und Südkorea gegeneinander antreten, dann ist natürlich für uns als Zuschauer auch ganz wichtig, die Regeln zu verstehen. Wir haben die wichtigsten Fußballregeln für Sie zusammengefasst. Und schauen Sie mal, was der Nachwuchs schon so alles drauf hat. So, wenn wir auch das jetzt geklärt haben, bleibt nur noch die Frage, was auf den Tisch kommt nachher zum Anstoß. Und wann, wenn nicht heute, machen Sie es doch mal original koreanisch. Wie das gehen soll, kein Problem. Wir liefern Ihnen hier nicht nur die Anleitung dazu, sondern auch den schönen Namen des Gerichts. Bibimbap. Also, wenn Sie das nachher zum Spiel vielleicht nachkochen möchten, dann ab auf unsere Internetseite drehscheibe.zdf.de. Da finden Sie dieses Rezept und natürlich noch viele andere zum Nachkochen. Gutes Gelingen. Ja, und dann viel Spaß heute Nachmittag hier im ZDF. Ab 15.05 Uhr die Vorberichterstattung zum Spiel Deutschland gegen Südkorea. Jetzt das Mittagsmagazin mit Andreas Bunn und ich sag bis morgen zur Drehscheibe.